Hallo, guten Morgen. Ja, heute ein kurzes Video zum Wochenanfang, zum Empfangen. Wir sind ja alle unterwegs mit Manifestieren, Kreieren. Wir haben unsere riesengroßen Wünsche und konsumieren die ganze Zeit irgendwelche Informationen, wie ich manifestieren kann, wie ich Dinge anziehen kann, wie die Dinge zu mir kommen. Und ich habe ganz oft schon Videos gemacht, darüber, dass alles in deinem Inneren entsteht, dass alles in deiner Vorstellung entsteht, dass alles in deinen Gedanken entsteht. So, und jetzt geht es aber auch darum, im nächsten Schritt diese ganzen Sachen zu empfangen. Und wenn du dir vorstellst, du bist ein Empfänger, wie ein Radioempfänger, wie eine Empfängermaschine. Ein Radioempfänger empfängt Wellen, empfängt Energie, empfängt Informationen aus dem Unsichtbaren. Ja? Ein Radioempfänger empfängt die Information der Musik. Und wenn du dir ein Radio anschaust, dann weißt du nicht, wo diese Information herkommt. Du weißt einzig und allein, dass diese Information aus diesem Kanal kommt, in den du dich eingewählt hast. Oder denk an ein Walkie-Talkie. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Information, wenn du dich in den richtigen Kanal einwählst, die ist da. So. Nur, wenn du das Radio jetzt leise stellst, dann ist es trotzdem verbunden mit deinem ausgewählten Musikkanal. Aber du hörst nichts. Du hörst gar nichts. So hast du das Gefühl, es ist nicht da. Und so ist es eben auch mit der Manifestation. Wenn du in dem richtigen Empfangsmodus, in dem richtigen Kanal bist, das fühlt sich so an. David Goddard nennt es Living in the End. Living in the End fühlt sich so an, als ob dein Wunsch schon erfüllt wäre. Und das ist gar nicht so kompliziert. Du möchtest ja deinen Wunsch in Erfüllung bringen, damit du dich besser fühlst, damit du dich freust, damit du glücklich bist. Also fühlt sich dein erfüllter Wunsch einfach glücklich und freudig an. So bist du, wenn du glücklich und freudig bist, immer mit dem Kanal verbunden, wo deine Wünsche sind. Und wie kriegst du es jetzt in den Empfangsmodus? Und der Empfangsmodus ist erstmal, du musst dir klar sein, dass du verbunden bist mit deinem Wunsch, mit deinem Kanal. Du musst dir klar sein, dass du jetzt im Empfangsmodus deine Aufmerksamkeit auf alles, was mit deinem Kanal zu tun hat, längst. Und wenn jetzt dein Kanal irgendwie, sag ich jetzt mal, Klaviermusik ist, auf den du dich eingestellt hast, und plötzlich ist aber irgendwo ein anderes Radio auf Hardrock eingestellt und hat einen super, super lauten Ton eingestellt, dann gibt es dieses Radio, dann gibt es diese Harddruckstation, aber du musst dort nicht empfangen. Du darfst dich jederzeit aus dem Empfangsbereich von Hardrock entfernen. Und wie würdest du das physikalisch machen? Du würdest einfach weggehen. Du würdest einfach dein Radio lauter stellen. Du würdest einfach deine Empfangsquelle dominieren lassen, so dass das andere verblasst. Verstehst du? Und wenn du dich als Empfänger siehst, wie du durch die Welt gehst, mit all deinen fünf Sinnen, du bist das Radio und all deine fünf Sinne, die können empfangen. Das sind deine Antennen. Deine Antennen, deine Augen, deine Ohren, dein Geschmackssinn, dein Geruchssinn, dein Tastsinn und dein Inneres, dein Gefühlssinn. All das sind deine Antennen.
Und wenn jetzt, wenn du etwas riechst, du kannst es beeinflussen. Das riecht schlecht. Du kannst aber auch sagen, nö, ich entscheide jetzt, dass es gut riecht. Ja, aber das stinkt doch offensichtlich. Das ist doch ein widerwärtiger Gestank oder ein widerwärtiger Geschmack. Das finde ich super eklig. Beim Essen ist es noch viel einfacher. Es gibt Sachen, die findest du super lecker, die finden andere Leute total eklig. Und jeder darf entscheiden, was er lecker findet und was er eklig findet. Es ist ja einzig und allein wichtig, dass du das empfängst, was du lecker findest, was du schön findest, was dir gefällt, was dich glücklich macht, was dich freudig macht. Und dich dann gleichzeitig darüber aufzuregen, dass andere etwas lecker finden, was du total eklig findest, bringt dich doch in Verbindung mit Sachen, die du eklig findest. Wenn du dich aber da einfach nur abwendest und dann deine Aufmerksamkeit, deine Verbindung, dein Empfangen, sagst, wo kann ich leckere Sachen empfangen? Wo ist es denn gut? Wo ist es denn schön? Wo habe ich schöne Ideen? Wo habe ich schöne Inspirationen? Wo sehe ich schöne Bilder? Wo höre ich schöne Geschichten? Ich schöne Gefühle? Das ist doch essentiell wichtig. Und das wollte ich dir mitgeben. Gehe mal als der Empfänger deiner Wünsche durch den Tag und schau, welche Wahrnehmung, egal ob mit welchen deiner fünf Sinne, dich tatsächlich dem näher bringt, was du dir wünschst. Und du erkennst ganz klar, dass wenn du zum Beispiel irgendwie, du wünschst dir jetzt ein Traumauto und du siehst es überall, wie du das dann wahrnimmst, ob du das wahrnimmst als wow, mein Traumauto ist überall und allgegenwärtig, es ist so schön. Und du siehst es schon in deiner Garage stehen, obwohl du noch nicht mal das Geld irgendwie aufgetrieben hast. Das ist dein Empfangsmodus. Dann kommen die Dinge zu dir. Dann empfängst du deine Manifestationen jeden Moment. Und wenn du dich da mehr und mehr darauf einlässt und weniger ablenken lässt von den Dingen, die nicht anwesend sind, wirst du ein energetischer Match. Und genauso ist es auch bei Heilung. Ja, wenn du dich oder andere heilen möchtest, je mehr du den Unheil, den kranken Zustand wahrnimmst, desto unheiler, desto kranker ist das, was du gerade kreierst. Und wenn du Gesundheit und Heilung kreieren willst, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du hier in diese Energie des heilen und gesunden Zustandes von dir oder von Mensch oder Tier um dich herum gehen willst. Aber wenn du die ganze Zeit schaust, wo es weh tut, wo es gerade nicht stimmig ist, wo es gerade vielleicht erschreckend aussieht, dann manifestierst du und kreierst du eben auch diesen Zustand, dann bist du empfangsbereit. Und wenn du aber für so einen Krankenzustand und wenn du aber sagst, ich bin nicht empfangsbereit, in meiner Welt ist alles heil und gesund, dann verändert sich die Energie, die du hast, die du generierst und die du ausstrahlst und so entsteht Heilung. Und dafür gibt es natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten, dich als Heilerin, als Heiler zu verstehen. Und wir sind alle aufgerufen, hier die Welt zu heilen, heile zu machen, bei uns selbst anzufangen, bei unserer Familie, bei unserem Umfeld. Und wir können es alle, wir sind alle damit ausgestattet. Und da genau richtig tief einzusteigen und das wirklich zu leben und umzusetzen, im Privaten oder auch im Geschäftlichen, im Business, in der Praxis. Das ist so ein wunderbares Tool und du kannst jetzt dich anmelden für unsere Ausbildung zum Master of Divine Healing und du wirst sehen, das wird dein natürlichstes Heilertum aktivieren, dein natürliches Bedürfnis danach, Mensch und Tier und Welt zu heilen und in einen guten Zustand zu bringen und in einen glücklichen Zustand, in einen freien Zustand, in einen freudigen, leichten Zustand zu bringen. Das wird von dir immer schon gewünscht und gewollt. Und jetzt das zu tragen, das zu hinauszutragen in die Welt, wenn du das möchtest,
Oder wenn du es nur ganz alleine für dich in deinem engen Kreis möchtest, dann komm in diese Ausbildung Master of Divine Healing. Das ist die Basis des Selbstverständnisses als Schöpfer. Das ist die Basis deines Selbstverständnisses als Heiler, weil du erschaffst Heiles, du erschaffst Gesundes und du kannst dein Selbstverständnis als Schöpfer nicht leugnen, weil du tust es ohnehin. Jeden Tag, jeden Moment bist du als Schöpfer unterwegs, als Schöpferwesen. Wir sind so geboren. Und um da wieder daraus herauszuleben, das ist jetzt der Moment, um sich das zu erlauben. Und ich weiß, es ist von jedem von euch ein ganz tiefes Bedürfnis zu heilen. Und wenn es die Erde ist, wenn es die Natur ist, du kannst alles heilen, du kannst die Tiere heilen. Aber es ist so wichtig, dass du diesen Heiler-Mindset dir erlaubst, der dein wahrer Mindset ist. Das ist dein göttlicher Mindset. Divine Mind ist heilend, ist perfekt, ist wunderbar, ist ideal. Und ich lade dich ein, anzumelden, dich noch heute sofort zu Master of Divine Healing, weil da kommst du wirklich in diesen Zustand, aus dem du alles kreieren kannst und eben auch heilen kannst. Es ist ein ganz, ganz wunderbares Programm. Du fängst an im Selbststudium und wir treffen uns dann zweimal zu einem speziellen Coaching, zu Übungen und zum dritten Mal für einen Zertifizierungscall, wo wir Menschen einladen und ihnen tatsächlich hier zeigen, wie schnell sich Dinge von Unheil in Heil verändern können. Es ist wirklich ein super, super Preis. Wenn du Kundin bist, sind es nur 1600 Euro. Wenn du keine Kundin bist, sind es 1800 Euro. Kundin kannst du mega schnell werden, weil am besten kaufst du dir gleich einen unserer Videokurse für den halben Preis. Noch bis Ende Monat geht diese Aktion bis Ende August. Und ja, du kannst dir einen super billigen Kurs kaufen, von dem du super, super großartig profitierst und sparst dann die 200 Euro für die Ausbildung zum Master of Divine Creation. Eigentlich cool, oder? Ich freue mich auf dich. Du kannst mich auch kontaktieren per E-Mail oder auch einen Infocall ausmachen, wenn du noch Fragen hast. Aber mir liegt es am Herzen, dass so viele Menschen wie möglich erkennen, dass sie in Wahrheit Heiler sind. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao.